42, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, der Motor ist noch nicht komplett zusammengebaut. Was fehlt? Ja, die Kupplung ist nicht drauf. Also das Getriebe. Warum? Ganz einfach. Weißt du, das ist so langsam mit dem Problem, ne? Echt. So, guck mal. Das ist die Kupplung, damit ihr das auch seht. Ne? Da ist die Kupplung, so geht er ja rein. Ihr wisst ja, wie eine Kupplung funktioniert. Da geht rein, ups. Dann haben wir hier, was reinkommt. Es kommt ja dieser Einmassenschwungrad rein. Und dann kommt eine Sinterkupplung rein. Und Sinterkupplung haben wir folgendes Problem, Jungs. Den machen wir drauf. Und dann, seht ihr, dreht der drüber. Der passt nicht. Da müssen wir vorsichtig machen, nicht, dass wir die Zähne kaputt machen. Ja, genau. Das ist unser Problem. Unser Problem ist, wir haben den falschen Kupplungssatz geholt. Wir haben den für 5-Gang 220er. Es gibt ja verschiedene Sorten. 5-Gang 220er Durchmesser. Wir haben die von 240er, also wir haben die 240er Durchmesser bekommen. Also sprich 6-Gang. Kann passieren. Aber das Problem ist dann halt wieder Kupplung bestellen, Kupplung warten und das Ding zusammenbauen. Der ist fertig, ihr seht das ja, der ist komplett fertig, das sind nur noch Kleinigkeiten, was gemacht werden muss. Ein, zwei Schellen, das war's, also mehr ist es nicht. Nur, ich wollte den unbedingt heute einbauen. Heute sollte auch ein YouTuber kommen. Also, sollte kommen, er wollte mir helfen. Wir wollten den zusammen einbauen heute nach der Arbeit und dann wollten wir den erste Mal starten. Der war dabei heute, aber da musste ich, glaube ich, oder habe ich noch nicht abgesagt, aber ich werde es noch absagen. Ja, nur die Leute, die mich auf Instagram folgen, zeige ich das, wie es geworden ist. So, Osmar, was meinst du? Wie ist das geworden? Mit also die Lackierung sieht richtig perfekt aus. Ja, ne? Ja. Also ganz ehrlich, Orange finde ich persönlich auch richtig geil. Das ist eine geile Farbe. Ja? Ja, also das war, ich wollte was anderes. Ich wollte nicht immer dieses typische Weiße haben, ach, Schwarze haben oder das Rote haben. Ich habe gesagt, ich möchte Orange haben. Orange, wer sich auskennt, weiß ja. Osman, Orange, wer hat das? BMW? Du weißt es doch. Fällt mir grad nicht ein. G-Power. G-Power macht das ja gerne. Ja. Dings haben wir geändert. Kurbelwellenentlüftung haben wir geändert. Wir haben nochmal einen extra Rohrreiner, damit der nochmal zum Dings geht. Öl-Catch-Tank, aber das zeige ich euch später, das kann ich auch später machen. Ja, so sieht das schöne Ding aus. Der ist komplett fertig. Und hier mit dem Öl, ne? Öl machen wir ja so. Osman, kommst du eben? Mit dem Öl machen wir das später so. Ich habe jetzt erstmal neue Ölkühler. Da kommt der ganz normale Ölfilter rein. Dann werden wir den erstmal schnell fahren, warm fahren und dann kommt der Ölkühler nochmal dran. Weil, ist ein sehr, sehr guter Tipp hier von Abonnenten gewesen. Ich glaube, das war Detlef. Kann das sein? Von Detlef war das? Ja, ich glaube, Detlef war das. Schöne Grüße auf jeden Fall, Detlef. Bruder, hast du vollkommen recht. Ich hätte das echt schon vorher eingebaut. Daran hätte ich überhaupt nicht gedacht. Wenn da Späne noch drin sein sollten, dann wird das auch in den Ölkühler gehen und da haben wir Probleme später gehabt. Deswegen super, dass das so ist. Wir werden das jetzt erstmal mit dem originalen Filter benutzen und dann einmal warm fahren, dann Ölwechsel machen und dann werden wir den Ölkühler einbauen. Ja, ich wollte euch nur einen kleinen Update machen, weil ihr ja schon gesehen habt, dass ich ein paar Tage kein Video rausgehauen habe und eigentlich heute ein Video raushauen wollte, dass das Ding läuft. Aber wir müssen warten. Ansonsten, ja, der ein oder der andere wollte noch wissen, wie ich die Sensoren einbaue. Das werde ich natürlich auch machen. Ich schätze mal, das werde ich im Video ganz kurz erwähnen. Ansonsten machen wir das nach der Abstimmung alles. Wie mit den Zündspulen. Wir sind ja fast um die 300 Likes schon. Also Dankeschön dafür, Jungs, dass ihr so fleißig kommentiert und liked. Dankeschön. Das könnt ihr immer so beibehalten. Ja, ansonsten, ich wollte es eigentlich nur zeigen. Und dass ihr jetzt nicht umsonst wartet oder sagt, ey, was ist denn los? Der Kfz-Fuzzi ist verschollen hier. Hat er den Motor doch nicht zusammengebaut? Nein, ich war echt fleißig. Und deswegen wollte ich euch einmal das zeigen.
Okay? Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video und das wird zeitnah kommen, wenn, also ist ja nicht, also echt, ein Massenschuler drauf, Kupplung drauf, das Ding wieder zusammenbauen und dann geht das so schnell. Ihr habt gesehen, wie schnell er unten war und glaubt mir, gute Stunde läuft das Ding auch. Ne? Wir rechnen mit einer Stunde und so lange werden wir nicht mehr brauchen. Ja. Deswegen, Jungs, baut mich ein bisschen mit euren Kommentaren auf. Das brauche ich jetzt. Euer Kfz-Fuzzi, bis das. Haut rein.